Moin zusammen und herzlich willkommen zurück zu einem sehr, sehr lauten Beyond the Steel Sky. Ui, ja, wir haben beim letzten Mal hier das Café gehackt, genau gesagt. Hallo, guten Tag. Hallo, Zwillingsbruder? Was ist denn das? Okay, wir haben das Café gehackt und sie sind zurück. Wir sollten aber, bevor wir irgendetwas anderes tun, jetzt mal erstmal mit Joey reden. Hey Joey. Hi. What? Also, was hältst du von dem Ganzen hier? Busy around here. Not really. Are you kidding? I can't remember the last time I was around this many people. Oh, people? Yeah. I assumed you were talking about droids. Yeah, yeah, yeah. Okay, wann erinnerst du dich an irgendwas? An mehr? What are we doing here again? Helping Tarquin with his pawn. Oh, yeah. Siehste? Wisst ihr Bescheid? Und ich auch. Hatte keine Ahnung mehr. Okay. I think Reginald is the key to Tarquin's problem. I agree. Death to all humans! Oh, my goodness. That's not what I meant. Sorry, I extrapolated from incomplete data again. Please continue. Let's steal one of his poems and give it to Tarquin. I'm in! Okay, ja, gut. Wie machen wir es? Wir stellen das an. We need inspiration to help Tarquin with his poem. Great. Where can we buy some? Inspiration isn't something you buy, it's intangible. Well, if we can't buy it, can we steal some? What part of intangible are you not getting? Wir nehmen's von Reginald, meine Güte. How do we steal one of Reggie's poems? Let's hack into his brain and steal all the data. That idea is perfect, except replace the word brain with tablet. Oh, yeah, your way makes more sense. Siehst du? Dann lass uns das mal tun. Let's move on. Lead the way. Geh voran. Kommst du uns denn jetzt hinterher? Kommt er nicht. Warum nicht? Warum nicht? Er macht nicht mit, ne? Ist sie da etwa im Weg? Sollen wir sie mal anrempeln? Die Diagnostikerin. Hier können sie nicht anrempeln. Okay. Hi. Ne, warte mal, wie geht denn das? Wie kann das funktionieren? Wollen wir sie von dieser Seite ansprechen? Nein, nicht Joey. Hallo? Alter. Excuse me. What can I do for you? Are your headphones busted? Headphones work. It's what's coming out of them that sucks. Oh, so was ist los? Ich verstehe nicht, was du meinst. Is your music player still acting up? Sure is. I prefer silence to this stuff. Oh, okay. Naja, gut. Ja, schade. Ich weiß auch nicht, was wir brauchen können. Is your music player still acting up? Sure is. I prefer silence to this stuff. See you later. Yeah. Cool. Cool. Okay. So. Was ist denn jetzt mit ihmchen hier? Nee. Kommt nicht mit. Wir müssen das wohl alleine regeln, ohne Joey. Nee, er kommt nicht mit. So, also, wie machen wir das denn jetzt? Oh, das ist arg laut. Sehr, sehr laut. Okay, also, was wir nicht machen können, ist das Ding hier. Genau, okay, mir scheint, das müssen wir erstmal wieder. Erstmal wieder fixen. So, privates Gedicht, Ambitionsgericht, das ist egal, das spielt erstmal keine Rolle. Aber hier, das funktioniert nicht. Vandalismus-Sensor, Ablehnung, orange Fluid, Getränk bestellen, Ablehnung, höflich, lalalalala, das funktioniert. Ich glaube, das müsste so okay sein, ne? Okay. Geht das jetzt wieder? Nein. Mist. Wie machen wir das jetzt? Wir kommen an seinen E-Reader ran. Das ist gut. Aber wir müssen irgendwie... Oh, doch, warte mal. Wenn wir Joey nicht nutzen können, das haben wir doch vorhin kennengelernt, also in der letzten Folge kennengelernt, dass wir eine von diesen Aufseherdrohnen da rufen können. Können wir hier Vandalismus durchführen? Nee, aber können wir vielleicht... können wir das so machen? Dann haben wir ja nicht wirklich was kaputt gemacht. Also die Drohne kann uns nicht weiter bezichtigen, aber sie kommt erstmal und wir können sie dann zum Austausch nutzen. Vielleicht klappt das ja. Anbinden, doch schon richtig. Da komme ich nicht dran. Das funktioniert nicht.
Okay. Gut, wir probieren was anderes. Spankles. Können wir hier etwas austauschen? Album B-Seite. Nee, das funktioniert auch nicht. Mist. Okay. Es gibt keine andere Möglichkeit. Hm? Ich gebe mir raus, das ist fürchterlich laut hier. So, das ist schon besser. Okay, ich befürchte, hier liegt wieder so ein Speicherfehler vor. Ich starte das Spiel mal eben neu. Augenblick bitte. So, alles klar, da sind wir wieder. Mal gucken, ob das jetzt funktioniert. Jo, alles klar, das war wieder so ein Speichergedöns. Alter, das war wieder so ein Speichergedöns wie ganz am Anfang, als wir das da mit der Tür hatten. Also, Alarm, die beiden würde ich gerne mal austauschen. Das ist alles noch okay. Gut, also anwenden. Nun, probieren wir es aus. Mal gucken, was passiert. Oh, da ist die Drohne. Okay. So. Vier. So, jetzt mal. Oh, das ist schon ein bisschen klein hier. Also, erstmal bringen wir den Alarm wieder in Ordnung. Obwohl, nee, dann verschwindet die Drohne. Ja, wir lassen das lieber nochmal so. So, Ambitionsskala Gedicht. Da ist der. Ja, hier, da guckst du. Die Frage ist nur, wie bekommen wir im zweiten Schritt dann dieses Ding hier. Nähern, Alarm nähern, Sicherheitsmitteilung ansagen. Routine. Mal gucken, ob das schon reicht. Ich fürchte, wir müssen genau zuhören. Kann das sein? Wir gehen mal von uns hier. Alright, Citizen Graham. You know the drill. Please, remain calm while I scan the area. Totally calm. Do you have any information on the cause of the alarm? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht. I didn't see a thing. Very well. Do not panic. Minus will soon relay to me the identity of the culprit. Incident logged. You may go about your business. Das war nicht das Richtige, ne? Halt, haut mich ab. Mist, ich hab's dem Mann zu übertragen. Shit. I ventured one day to my favorite cafe to partake in a wonderful scene. For I love Union City, the colors so pretty, I'm sure all here know what I mean. Habt ihr aufgepasst? Oh, verdammt. Okay. Oh, okay, okay, okay. So, eines Tages schritt ich mit festem Tritt in meinem liebenden Café zu sehen. Union City schürzt das Herz. Sicher könnt ihr mich alle verstehen. Okay. Gut, Wir haben's. Wir haben's. I ventured one day to my favorite castle. So, was ich gerne machen möchte, ist alles wieder in Ordnung bringen. Wir haben, was wir wollten. Naja. Daten ändern. Ach ja, wieso nicht? Anwenden. So. So, jetzt befreien wir noch unseren gutesten Joey. Jo. Kaffee-Ordnungssystem und sie auch. Hat das geklappt? Nee. Da, jetzt klappt es. So. Jetzt wird Reginald. Okay, Reginald wird möglicherweise feststellen, was los ist, aber ja, was soll's. Hey Joey. What? Ich hab da eine Lösung. Where can we get some inspiration for Tarquin? Ach, let's find someone with bags of inspiration. Good start. Then we'll hit them with something and steal it. I don't think that's how it works. Tarquin needs a good poem, but the only guy around here with poetry skills is the poet himself. Well, let's hack into his head and take all his data. Humans don't work that way. Can't we just try? Yeah. Let's move on.
lead the way. Gut. Okay. Und die Tussi ist weg. Ja, sie hängt da drüben rum. Das heißt, Joey wird uns jetzt wieder folgen, nicht wahr? Kommt er hinterher? Er kommt hinterher. Gut, ich denke, wir haben etwas, mit dem wir am... Halt, ich wollte andersrum gehen, weil es kürzer ist, verstehst du? Wir haben etwas, mit dem wir Tarkon beglücken können. Und vielleicht nimmt er uns dann mit auf die Ambitionsskala. Wir haben noch kein Outfit. Oh, ich bin sicher, wir brauchen ein Outfit. Das war voll viel kürzer, ne? Merkst du? Aber so viel kürzer. Guck mal, und da drüben feiern sie schon Weihnachten. Oh, nee, doch nicht. Ups. Sind wir hier richtig? Ist das hier richtig? Waren wir hier schon mal? Doch, wir sind hier richtig. Alter. Es wird langsam Abend, ne? Da sieht das alles anders aus. So, wir nehmen die erste Gondel. Zack, gespeichert. Jawohl. Welcome, Citizen Graham. Oh, danke. Where would you like to go? Na, zu Graham's Hause. Take me to my apartment. Certainly, Citizen Graham. So. Ja, so. Wir haben etwas und... Ach, da ist er ja auch. Joey? Er ist hinter uns, alles klar. So. Hey, warte mal, hatten wir ihn nicht umprogrammiert hier? Putzroboter? Hallo? Hallo? Innenbereich reinigen. Okay, doch, ist alles okay. Beenden. So. Aber jetzt zu ihm hier. Hallo? Oh, den lasse ich fügen. Stell dir vor. Is something the matter? Hello again. Hi. Good day, Master Grundy. So, pass mal auf. Any more poems? Oh, nein. No, of course. This poem is an attempt to bring droids and humans closer together. Mm-hmm. It interlaces the brain-altering ingredients of Spankles with the first 100 digits of the square root of 2. Was? Sounds like a hit already. Cyclamate of sodium. 1.41421. 3562373. Flavorant toxicity. What? Potassium benzoate 095048 0168872. High fructose. I think I get the idea. But there are 13 more verses. Oh, Foster, let him finish. It's got something for everybody. 4209698. Monosodium! Save it for the gala. Don't want to spoil the show now, do you? Okay, Poesie ist wohl nicht das richtige. Inspiration? Verrat's ihm doch. So just to be clear, I give you inspiration, you get me into aspiration. Inspiration for aspiration? That's rather clever. And it rhymes. Sir's genius is luminescent. In that case, let me go see what I can find. Ja, haben wir doch schon. Hallo? Still working on finding that inspiration. Glad to hear it. Unrelated question. Any idea where I might find Was? Reginald? Well, he is likely in the piazza, finalizing his humorous poem for tonight's event. But I am his servant, not his keeper, sir. Great. Was? 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 Ich bin... Was? Still working on finding... Glad? Unrelated. Well, he's like... Great. Aber wir haben ihn später schon. Have a good day, Mr. Grun Day. Natürlich. Aber wir haben den Spruch... Ja, ja, ja. Wir haben den Spruch doch schon. Joey, was hast du mit dem Spruch gemacht? Oh. Da noch rausholen müssen aus diesem Roboter. Welcome, Citizen Graham. Where would you like to go? Zu der Piazza. The Piazza is the place for me. It would be my pleasure, Citizen Graham. Wir haben den Spruch doch schon.
Und wir können ihn auch nicht Joey geben. Also wo müssen wir ihn weiterhin transferieren? Aus irgendeinem Grund lässt sich Joey nicht mehr hacken, oder? So, wo ist das Ding? Was ist das hier? Das hier ist er doch, oder? Ja, das ist er. Ambitions... Nee, das ist ja nur Ambitionstag. Hä? Nein, das ist er nicht. Beenden. Da muss es noch einen anderen geben. So, was ist mit ihm hier? Er hat das... I ventured one day to my favorite cafe to partake in a wonderful scene. For I love Union City. The colors so pretty. I'm sure all here know what I mean. Geht das? So. Droid Schmoid. These tin cans all look the same to me. Ja, okay, nee, will ich nicht. Steht das denn jetzt auf der Brosche? Calling all social climbers. Customize your aspiration brooch here. Ja, wir benutzen. Funktioniert das? Happy Aspiration Day, sir. Oh, thank you. Please choose your desired hologram. Joey, Zitadelle? Nee, Joey, das It'll have to be the Joey hologram for me. I just love him so much. Wonderful choice. You'll stand tall above your fellow citizens. There, your aspiration brooch is ready to collect. Thanks. Okay. Call I now had Reginald's poetry on my aspiration brooch. Just what Tarquin was after. Ernsthaft? Ernsthaft? Ich meine, wirklich? Warum? Na schön. Also gut. Wir tun's nochmal. Wir gehen zurück zu Tarquin. Hey, ihr werdet's nicht glauben. So, mal gucken, ob uns die rechte, diese rechte Beule da auch zum Ziel bringt. Joey? Wir haben Joey schon wieder verloren. Das glaube ich ja jetzt nicht. Ach, da ist er. Okay, alles klar. Er mag es wohl nicht, wenn wir laufen. Welcome, Citizen Graham. Where would you like to go? Zu Hause. Take me to my apartment. Certainly, Citizen Graham. Also ganz im Ernst, das war unnötig. Na schön. So, hey. Ihr werdet's nicht glauben, was wir tun. Oh, Joey. Doch, ja, Joey. Ich wollte nur ein bisschen das Let's Play in die Länge ziehen, weißt du? So, da ist der Hallöchen. Na? Got a minute? Is something the matter? Hello again. Hi. Good day, Master Grundy. So, jetzt bitte sag mir, dass das funktioniert. I found you some inspiration. Bravo, sir. And where was it? It's always in the last place you look. Would sir care to share? Absolutely. Here you go. Oh. Sir, what an assembly of words. This will have the humans sitting with their backs against the backs of their chairs and their arms upon the armrests. This is sure to conjure heightened emotions from Master Reginald when one reads it. Meinst du? Oh, you bet. I don't want to find out which emotions. Thank you, sir. Now, may one bestow upon sir a token of gratitude. If by that you mean hand me a ticket to the gala, then yes. One does indeed. Thank you, Tarquin. And best of luck at the performance. No, sir. Thank you. This will be a night to remember. Oh, there is one small issue, sir. Yes, sir. What's that? I do believe your attire is somewhat inadequate for the soiree this eve. Perhaps I can find something for you. That'd be most appreciated. That'll be most appreciated? Welcome home. Your delivery has been placed in your domicile. Uh-huh. Hi, Joey.
Hey, Joey. What now, Foster? Naja, wir gehen zur... Oh, was hältst du denn von dem Gedicht? You think Reginald is going to be mad when Tarquin reads his poem? Absolutely. Wouldn't miss it for the world. Hm. Naja, irgendwie schon, ne? Ja. Irgendwie. Any advice? You know what'll look good on you? Sandals. Ja. Socks, too. Trust me. Fashion's my middle name. Mhm. Useful as ever. Let's talk later, Joey. Okay, Foster. Wenn irgendjemand weiß, bitte, ein Aufruf an alle da draußen, wenn irgendjemand weiß, woher ich einen Joey bekomme, bitte, ich muss ihn haben. Ich muss so einen haben. Okay, was haben wir denn hier? Oh, wir, guck mal, da sind zwei Anzüge dazugekommen. Was ist denn das hier? Klassische Kleidung, ja, das wird wohl der für den heutigen Abend sein. Aber was ist das da? Nee, nicht das Spielzeug, der Wüstenkleidung, kennen wir schon. Was ist das? Partykleidung. Was nehmen wir denn jetzt? Klassisch oder Party? Nee, ich möchte klassische Kleidung. Now that had style. Ja, das sehe ich auch. Tragen. Nein, hat es nicht. Nein. Glad to have you back, Rob. Kann ich mir das nochmal überlegen? Party, nicht Partykleidung tragen. Oh, da kriegt man ja Augenkrebs. Looking sharp, Rob. Lass mal gucken. Naja, obwohl. Ich weiß ja nicht. Also es hat natürlich schon was mit dem, wie heißt das, Fuchsschwanz? Nee, nicht Fuchsschwanz, Schwalbenschwanz da hinten. Was trägt denn eigentlich die Dame des Hauses? Nee, oh, lass mal gucken. Vielleicht sollten wir uns ein bisschen daran orientieren. Hallo, Mausi, wo bist du denn? Schnuggelsche. Oh, guck mal, es ist draußen. Es ist dunkel geworden. Lass gucken. Naja, dunkel ist relativ. Okay, so, halt, warte, da ist nicht durch. Hier rum. Song Birdie, 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 Birdie. Schnuckelsche. Hm. Okay, nein. Wo sind denn alle? Okay. Gut, oh, weißt du was? Dann gehen wir einfach schon mal los. Und die Tasche passt ja gar nicht dazu. Und was sind denn das für Schuhe? Das geht ja gar nicht. Commencing spray. Please stand back. Nuklein hier. Ja, ja. Please stand back. Water tank depleted. So, dann lass mal gucken. Kommen wir so zu da rein? Das finde ich jetzt blöd. Also ich meine, klassisch finde ich gut, aber das Klassische sah mir eben eher aus wie, weiß ich nicht, 50er Jahre Gangster. Oh, da ist sie ja. Na, oh, guck mal. You changed clothes. What's the occasion? Going to the party. Why? The missing kids. I think the people responsible will be at the Aspiration Gala. Graham's leads. They panned out. They did, huh? Good for Graham. That girl, her name was Poppy, right? You rescue them. All of them. You hear? I will. I believe you. Now let's get going. Das ist aber lieb von dir. Jetzt mag ich sie doch. Sie ist zwar oberflächlich und so, aber... Na. Doch, jetzt mag ich sie. The Aspiration Gala. Isn't it wonderful? It really is. I've worked so hard for this moment. Do not ruin it for me. We'll be on our best behavior. As I stared at the opulence of this Aspiration Gala extravaganza, my eye was caught by a movement on a walkway. These had to be the people that I was looking for, the people who would lead me to Milo.
I had to find a way to get up to that walkway and find out where they were going. Curb that human instinct, Foster. This is no time for snacks. Warum eigentlich nicht? Häppchen, Sandwiches. Oh, das sieht alles köstlich aus. Vielleicht doch ein Sandwich? Nein. Vielleicht ein Häppchen? Das suchen wir nicht. It looked pretty tasty, but I was at the party to find answers, not snacks. Junge, du musst aber mal was essen. Also wirklich. So, wo möchte er hin? Da oben. Wie kommen wir da hin? Nein. Echt? Häppchen, welcome. Ist das wirklich richtig hier? Doch, das ist richtig. Wir müssen mal runter. Ja, haben wir ja schon mal sauber gemacht. Wir kennen uns bestens aus. So, hi. Nappend. Hey, was war das denn? Hm. Soundbird. Ein Trampel. Ach, guck mal, wer der ist. Sieh mal an. So, ja, aber wo fangen wir denn jetzt an? Einfach inspirieren. Ja. Oh. I'm very sorry, Mentor Alonso. I don't know what happened. It won't do, Astrid. Won't do at all. This is the Aspiration Gala, after all. Yes, sir, of course. And you said you believe the firework projector was tampered with? I'm not entirely sure, but it was working perfectly during the rehearsals. Regardless, I trust that the issue really is now resolved, and that you'll be keeping a closer eye on things from now on. Oh, yes, sir. And you won't have to keep leaving your station unsupervised? Absolutely not. You can count on me. Now, back to work, hmm? Mr. Grundy, what a pleasant surprise. Nicht wahr? Of course, Aspiration Day always does deliver surprises. It's all about who you know, isn't it? Indeed. I'd be very interested to find out more about who exactly you know. Ach, so ein paar Leute. Sollen wir die jetzt ans Messer liefern oder einfach mal fragen? Fragen wir einfach mal unverbindlich nach der Party. So, what are you doing here, Alonso? I'm here to supervise everyone's well-being. Like Officer Arana? Officer Arana was in charge of the preparations. I'm here to make sure the event itself runs smoothly. Natürlich. Sounds like a tough gig. It won't be. Things never go wrong in Union City. Mm-hmm. Sagst du so. Enjoying the party? The Aspiration Gala never fails to put a smile on my face. And I look forward to Reginald's poetic display with undiluted pleasure. His past efforts have always been so amusing. Mhm, du wirst nicht glauben, wie amusing. Okay, verdächtiges, wieso verdächtiges Verhalten? Was ist denn mit Arana? Wo ist die also wo ist sie denn? Is Officer Arana coming tonight? Why do you ask? Are you in need of well-being support? Naja. He loves her. Hey, psst. No, I just assumed she'd be here. Well, as a matter of fact, she was here a moment ago. You must have just missed her. Hmm. Where did she go? I have no idea. A busy little bee, that one. Na gut. Hey, Alonso, Kumpel, wie geht's dir denn? How's it all going, Alonso? Smooth sailing, as expected. Natürlich. Let's keep it that way, yes? Selbstverständlich. Warum können wir ihn? Ich muss das einfach fragen. Sorry, ich muss es fragen. Was ist denn das? I was wondering if you'd seen any odd behavior at the party. Odd? Suspicious how? You know what? Never mind. Sorry to have bothered you. No bother, Mr. Grundy. But I must warn you. If you've observed any suspicious behavior, you must report it to the relevant authority. Natürlich. Immediately. Understood, Mentor Alonso. What he said. Okay, bye. Bye. Enjoy the gala. Danke, danke, danke. Also, wenn ihr mich fragt, das riecht doch ganz verdächtig danach, dass wir hier irgendetwas anstellen müssen, oder? Da kommen wir nicht rein, oder? Kontrollkasten.
ersten Ding kennen wir ja schon. Aufzug. How are we gonna get up there? Wir müssen da rauf. Wie kommst du da drauf? Hey, Joey. Joey? What now? Ich bin mir nicht ganz sicher, worauf das hier hinausläuft. We're exactly where the message said to be. The Aspiration Gala. So now what? By the abrupt tone of that message, I don't think Graham was cordially invited here to try the canapes. Me neither. We need to get after those people. They've got to be Graham's contacts. Hmm. That Alonso sure doesn't like me much. I don't know about that. He seemed to be smiling the whole time. Remind me to teach you about subtlety one of these days. Who do you think those people were? What? You mean those two monkeys climbing the side of the building? No idea. But I think if you're here looking to uncover something sneaky, they're the best example of sneaky I've seen. Was meinst du mit den beiden Affen? If we don't hurry, we're gonna lose the trail of those two people who went up the building. Yeah. How do we get higher? Well, you can fly. Let me rephrase. How do you get higher? Let's keep thinking. Hmm. What do you think of this party? Man, not enough explosions. Since when do parties have explosions? Oh, I forgot we travel in different circles now. Natürlich. Let's get back to it. Wow, party! Oh, you meant back to work. Yeah, Joey, alles klar. Okay, wir drehen hier nochmal eine Runde und dann würde ich auch sagen, ich glaube, ich würde tatsächlich gerne mal... Ich würde mich gerne mal mit ihr unterhalten. Raquel war ihr Name, ne? Wir können auch mit ihr sprechen. Nein, können wir nicht. Okay, Raquel, können wir dir helfen? Na, Mensch. was? Nein, du sollst gar nichts. Du meinst den Kerl? Ich hänge hier nur ab. Nochmal bitte. Wenn jemand weiß, wo ich einen Joey herbekommen kann, ich bin sofort dabei. Okay, wir machen beim nächsten Mal weiter und gucken mal, wie wir da hochkommen, wie wir an Rachel vorbeischleimen. Und, oh, Mr. Alonso nähert sich uns. Okay, wir sollten schnell Schluss machen. Okay, die beiden unterhalten sich prächtig. Ich sag mal so, oh, los, weg hier. So, ciao. Nein, 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 nein. Doch, das machen wir jetzt mal nicht. Da kommt doch nur Unsinn raus. Also, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht es gut. Tschüss.